Okay. So, Deep Storage, da waren wir stehen geblieben. Und da machen wir weiter. Der Cliffhanger vom letzten Mal. First Loading Screen. Erste zumindest. Ich schätze mal, Small Sushi hier macht momentan Nickerchen. Das heißt, ich kann momentan erstmal wieder auf Deutsch kommentieren. Also, wer ist gerade eigentlich da? Haben wir hier Roll Call? Scheinbar offenbar aktuell nur Nevermore. Okay. Damit kann ich leben. Fortified Turret. Microgravity detected. Oh no, oh no. And radioactive. Sie haben nicht genug Munition dafür. Beam Cells. What? No, nein. Wrong direction. Wrong direction. Microgravity detected. Oh, wow. Wow. Fried hard fried. Nice. Deep fried in oil with ketchup. Okay, ich glaube, wir checken mal die Karte. Jetzt sieht alles momentan ein bisschen unspektakulär aus. Jetzt muss ich da hin. Mountain Drive. No Drive found. God damn it. Okay. Also muss ich erst das Laufwerk finden, oder wie? Oh my.
Oh no. Weaver, Weaver. Okay. Jetzt ordentlich was an Pistolenmunition verheizt. Das ist noch nicht mal meine primäre Absicht. Jetzt mal sehen, einfach so passiert. Wait. Hard Drive. Muss ich da durch? Okay, verliert man gut die Orientierung. Okay. Bist du vom Backup? Okay. New Drive detected. Ja. Ich glaube, das installieren wir mal, oder? Unauthorized. Ja. Drive installed. Good work. I was worried the drive might have been damaged. You can use Chief Show's workstation to download the fabrication plan. Then we can reconstruct your arming key. Das heißt, ich muss jetzt wieder dahin zurück, richtig? Müsste eigentlich. Die Frage ist, ob ich in der Zwischenzeit Besuch bekomme. Das möchte ich nicht hoffen, aber das könnte passiert sein. Ja. Greater Mimic ist schon mal nach unten abgehauen. Da ist ein Phantom. Hi Phantom. Bye Phantom. Ja, dann brauche ich auch keine Turrets aufzustellen, wenn die dann eh kaputt sind, wenn ich wiederkomme. Ich meine, wozu baue ich die Dinger auf, ne? Wozu...
Und reparieren kann ich die auch nicht. Ich habe keine Spare Parts mehr. Shit. Das ist der Greater Mimic. Stasis. So. So, bloß dem bekommt die Microgravity nicht. Chose Workstation, ha? Huh? Download Station, da oben, okay. Mal schauen. Oh, yes. Engineering Operator, den brauche ich momentan nicht. Download sich. Ach, da stimmt, da oben muss ich hin. Wieder komplett verdrängt. Und die Musik wird wieder creepy. Ich passe auf. Wenn jetzt wieder Nightmare auftaucht, ne, dann Prost Mahlzeit. Weil den kann ich jetzt nicht gebrauchen. Kein Stück. Also mal so überhaupt nicht. Ah, Files. Guten Morgen, Armenkey. Set Repository, Secure Data Facility, bla bla. Ja, ist okay. I'll take it. Okay, 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 okay. Oh no. Wer hat den Strom abgeschaltet? Arboretum. Morgan, Alex has you boxed in. Look, there's nothing I can do about the lockdown from out here. But I promised I'd help you. So listen. Deep Storage was built with a series of data vault modules that can be jettisoned from the station. It's a redundant backup system. That's your way out. Look at my workstation again. I'm exposing a utility that'll open up one of the vaults. Once you're in, look for a manual release. Then your ass is space junk, like me. And if you manage to get back inside, remember, you owe me. Kill the son of a bitch who hurt Abby, or I swear to God I'll haunt you. Yeah. Gut, ich muss immer noch den anderen Koch töten, ne? Start from backup. Utility Vault Access. Vault already ejected. Vault B. Okay. Könnte jetzt tatsächlich spannend werden. Da geht's raus. Am Plutonium vorbei oder was auch immer da drin ist. Data Vaults. Maintenance Access Panel, was? Okay. Also da draußen, ne? What? Dear future us,
today, future us, we are not calling ourselves that. Today, I was able to convince my beautiful but stubborn partner to stay in bed and not report for an extra shift. And then... Wait. What now? Was ist passiert? Achso, ich muss nach draußen. Ich komme jetzt nach draußen. Und es hat das Transcribe abgebrochen. Und ich muss den Koch killen. Okay. Jetzt los. What? Alter. Okay. Moment. Data Audio Logs. Ist das hier? Abigail, I'm recording this time. You too, Emma. It's fine. Danielle's joining us. She'll cover us if we get into trouble. She said yes. We negotiated. I had to say yes to some things too. Emma, it's Danielle. Trying to reach Abby, but she's not answering. Please. Don't. Nein, das ist es auch nicht. Emma? Please. No. No. Emma, I can barely hear you. Dave. Is Abby with you? Are you okay? It's not me. It's not. I won't. I won't. Good music. I won't do it. You can't. Get out. What is this? Danielle? Had a meeting with the great Alex Yu today. Nicht. He gave me... Danielle Show? Say nope, yes. This sounded serious, so I wanted to shut my transcribe off. So, okay. So you're asking me if it's okay to record our game on the transcribes? Yes. I know using the memory, it's not... All right. Elias has... Stab fellow has vanished into the darkness beyond the tower door. The only sign of him is his blood trail. But as you watch, the flagstones seem to drink in the blood, the cracks glistening red. Oh, Jesus Christ on a stick, Abigail. Don't be such a baby. We either head through the door... Oh, forget that. It just ate our warrior. Unless you can handle the entire... Okay, what are you doing? Are you recording this? Joint transcribes are fun. They are not. It's like mental scrapbooking. You both save the moments that matter. Dear future us, today, future us, we are not calling ourselves that. Today, I was able okay, to convince danke. My danke beautiful but stubborn partner to stubborn to stay in bed and not report for an extra shift. And this is the reward I get. Is that it? Abby, I'm still in deep storage. I don't... No. What the hell did you do to that thing, Mitchell? Sounds... Okay. Wir sehen was aus.
Oh my. Morgan? Morgan, this is Chief Elazar. The airlocks on Talos are sealed, but there's an opening at the cargo bay you could use. I think you can get back inside the station here. You think? You think you could get inside the station? Warte mal, ich schätze mal, da bin ich rausgekommen. Die Frage ist, was ist hier dran? Da dran, da drin. Da, oh no, oh no! Ja, da kann ich wohl nicht reingucken. Nicht von der Seite. Find you outside your prison. Maybe trying to escape? Like me? Not safe out there. But you know this. You have headaches. See things. It is not fever. Not hallucinations. A horizon is coming. Cutting through space. If we are still here when it arrives, it screams so loud. We hear it in our head. It is still far away, but it is coming closer. It will eat your prison, every person on board, and it will still be hungry. Where will it go next, I wonder? I see you back in your prison soon, MU. Ah, maybe not. Maybe yes, maybe not. Let's see. Nope, it's empty. Leer. For the most part. Oh, supply crate. Oh my god. Wrench. Spare parts. Suit packet, med kit. Yep, take it. Cargo bay. Self-destruct key. Communication device. Ah, no. What is this? A
Aber ne, du hast gerade gesehen, in die eine Kapsel konnte ich ja rein. Für Loot. Ist alles abgesperrt, oder? Warte mal kurz, Communication Device, was war die? Mixed Signals? Nightmare. Replacement Part. Ich würde sagen, wir probieren es mal in Hardware Labs. Wir machen mal einen kleinen Umweg. Part of your brother's lockdown. The main lift in every exterior airlock. You're stuck until you can do something about it. He's trying to slow you down, Morgan, and putting everyone at risk in the process. Okay, also Cargo Bay. Woanders komme ich nicht rein. To all contacts in proximity. Please, whoever is out there, listen to me. Oxygen is low and I have no spacesuit. An accident in Cargo Bay forced me to seal myself inside this container, but I have no way to dock with the station from in here. Oh my. Ernsthaft? Are you kidding me? Where is he? Where is... his container? Seriously? Docking. Number of his container. Docking terminal. Container number. Where is it? Zwei, drei, eins, zwei. Bitte merken, 2312. We're safe, for the moment. It will be a trick to get inside. There's not an airlock anymore. That explosion took care of that. Maybe you can do something with the shipping containers. 2312 war das. Docking. There it is.
at last. I thought that crate would be my coffin. Even the stale air of Talos, laced with a faint hint of nicotine and antibacterians. Oh, he's like spring. You have my thanks, Dr. Yu. But I thought... Well, you're no longer running the memory hamster wheel, I see. Nope. I hope you're coming in after me. Would be good to see a familiar face. I'm transmitting the code to the crate I was in. You found Dr. Igwe. He worked in the simulation lab and in psychotronics. He might be helpful, but he's unlikely to approve of your mission, despite everything he's suffered. Though, I will note, he's always admired you and Alex quite a bit. Okay, let's see. Okay. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht irgendwas falsch. Jetzt weiß ich gar nicht, wahrscheinlich erstmal zu Hardware Labs zurück muss. 6, 0, 3, 1. Ah. Lass mich raten, wenn ich das zumache, dann komme ich nicht mehr rein, oder? Oh, okay. Ich habe eigentlich auf Lock gedrückt, warum geht das Ding jetzt nicht zu? Hat es einen bestimmten Grund? Ah, shit. Macht es nicht, okay. Vielleicht habe ich ja Glück und das Ding hier ist eine Schleuse oder so, ne? Schauen wir mal. Cargo Bay. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Und es kann alles Mögliche in dem Spiel passieren. Ich schätze mal, was wahrscheinlich wieder passieren wird, ist, dass ich wieder vor Nightmare weglaufen darf. Was nicht passieren wird, weil Nightmare werde ich ab jetzt killen. Jedes Mal. Es sei denn, ich bin nicht alleine. This is some kind of bad dream. Scheinbar nicht. Oh shit. Dr. Yu! Morgan! Up here, Officer Cool. If we can't open the main door or our friends are gonna pour through. Get up to the catwalk. We'll get you inside. The catwalk. Nice. Phantom gekillt. Oh, da wo ich vorhin nicht reinkam, weil die Türen zu waren. Hier bin ich jetzt. Ah, okay. Das ist ein Power Kiosk, da muss ich irgendwas reparieren. Irgendwas hier ist ohne Strom. Gucke ich da drauf? Nein. Jetzt gucke ich wahrscheinlich drauf, beziehungsweise in die entsprechende Richtung. Komm schon, Karte. Bin eigentlich direkt da dran. Da drunter oder drüber? Ich schätze mal.
Cooler Fan. Power interrupted. Okay, also ich schätze, ich muss das reparieren. Das könnte passieren. Das Areal ist relativ weitläufig. Das heißt, wahrscheinlich werde ich gleich mit Nightmare zu tun bekommen. Es wird passieren. Ich meine, das Gebiet hier schreit und an einem Bosskampf. Hi. Door for you, okay. Hi. I don't think these PPN pistols are gonna do the trick. Not much choice. Hier kann ich erstmal nichts von verwenden, wenn ich den Strom nicht wieder eingeschaltet kriege. Power offline. Okay, wir brauchen Strom, wir brauchen Saft. Wo kriegen wir den her? Da oben glaube ich jetzt ehrlich gesagt eher nicht. Electric Junction, Bro. Sonst mehr nicht? Wahrscheinlich kann ich das jetzt nicht direkt selber reparieren. Fuel Storage Bay. Aber... Oha. Nope. Das kriege ich nicht zu. Schickst den Elektriker raus. Diane Washington. Auch sie hat es nicht geschafft. Nee, nee, das war schon so richtig. Du schickst den Lecktrigger raus. Er kann gut lecken. Der leckt dann einmal ein paar Mal am Kabel und dann läuft er wieder. Das ist das, was der Lecktrigger macht. Das hast du schon so richtig formuliert. Also ich habe da jetzt keinen Tippfehler drin gesehen, Nevermore. Das war schon korrekt so. Phantom, was Spare Parts. Cargo Power Control, das sieht richtig aus. Das sieht aus, als müsste ich da rein. Optimizer Morph. Ah, direkt mal nachschauen, ich bin neugierig. Oh no. Reduce the initial psi cost of Morph Powers. Ah. Ich würde sagen, das ist jetzt das kleinste Problem. Ich schätze, Power kann ich wiederherstellen, indem ich da unter diesen ja, Flames of Flaming Death dran vorbeigehe.
Flames of Flaming Death. Nochmal eben warten, bis die Batterie wieder aufgeladen ist. Könnte sich lohnen. Vielleicht. Corrosive sieht aus, als würde da Säure austreten. Oder was Vergleichbares. Vergleichbare Substanzen. Hält der Blumenkohl die Säure ab? Ja. Panik, Bro, ich bin hier. Zusammen machen wir das Heile. Wir schaffen das. System Alert. Repairs needed. Please contact a qualified engineer. Not used before the still. Wow. Das ist jetzt. Oh ja, 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 ja. Nice try. Okay. Ich glaube, jetzt können wir arbeiten. Ja, ich weiß. No problem. Kein Problem. Cargo Warehouse Power. Turn Power on. Ich schätze mal, das ist der einzige Knopf, den wir drücken müssen. Manual Override, Freight Wire. Das ist unterwegs ein Eke oft. So Energy Drink oder was? System Alert. Repairs needed. Repairs needed? Für was? Das da? Ach. Macht doch nix. Tut doch keinem weh. So, wir haben Strom. Tatsache, wir haben Strom. Upgrade Kit. Ah, easy. Brauchst kein Attitude Adjustment. Ich bin nicht John Cena. Da. Lift. Lift me up before you go, go. Null Wave Transmitter. Und sonst nichts Weltbewegendes. Okay. Muss jetzt mal damit rechnen, dass mich irgendwas daraus anspringt. Toolbox. Nichts Weltbewegendes. Da hinten ist ein Turret, was wahrscheinlich auf mich abgesehen hat, wenn ich das dann nicht hacken würde. Und wo kam das? Was zum Geier? Ach, Announcement. We're happy for your pause und bla bla bla. Ich muss mich dem Spiel mal abgewöhnen, mich zu nerven.
glaube, wir haben jetzt soweit alles. Müssen eigentlich. Da ist noch ein Tourette. Oh mein Gott. Main Mission, Side Mission. Schauen wir uns das Chaos mal hier an. Shipping and Receiving. Tatsache, hier sind Überlebende. Tamiko. Dr. Igwe is blessed. It was fortunate you came along when you did. If he stayed there, he might have survived longer than any of us. Also das Balancing von den Voices, da hätten die ein bisschen arbeiten können am Spiel. Ist alles irgendwie so viel zu laut. Chief Elazar, we'll want to talk to you. Wo ist Chief Elazar? Dr. Yu. Ja, so heißt er, der Meister. Wo ist Chief Elazar? Wo ist Chief Elsa? Wo muss ich hin? Was gibt's zu tun? We did a check of all Igwe's equipment. All genuine, no organic matter. He's clean. Okay. Alfred Rose ist da oben. Da haben wir noch jemand. Das sieht gerade nicht so aus. Okay, wir schauen uns hier halt nochmal ein bisschen um, ne? Aber das können wir machen. Sind wir gerade schon gut dabei? Oh. Oh boy. Und noch einer. Paar von der Sorte. Sehen alle nicht ganz so glücklich aus. Hi. Wie geht's? Eric Phantom. No matching keycard. Guts cargo. Styria. Okay, das war jetzt wenig produktiv. God, watching those things move makes me sick. Dr. Yu, Mika told me. Quentin. We're smuggling device off the station. What is it doing? Oh my God, did it? I think I'm gonna be sick. It just made another one of those things. Like it pulled it right out of Enoch's corpse. Oh my God, Weaver. Corpse? Maybe. I don't know, maybe it saved him. It could still be Enoch. Does it look like it? Sam. Promise me you'll kill me if I ever end up like that. Sarah will get us out of this. She got us this far. We're safe in here. For now, I'm going to check the perimeter. Yeah, check, ma. Checked in shit, Alfred. I've been watching them for hours, and I still don't know how many of them are out there. They could be anything. Anyone. Alfred, die Wahrheit würde dich nur verunsichern. I work for a living. Captain Elazar's over there. What's over there? Don't tell her I said that. Mm-hmm.
Medbay. Medbay! Yay! Und das war die Medbay. Viel zu tun, wie immer. Starburner Cycle Book 5, Crown of Tumbleweed. Dach. Prison Master, Achievement Unlocked. I couldn't care less. Attention. Due to a catastrophic breach in Cargo Bay 1, all personnel are to avoid the area until repairs have been completed and safety checks confirmed. Yes, affected ma'am. Affected personnel will be contacted for temporary reassignment. Don't know if Wiggy, Dr. Igwe, is lucky to be here or not. Might have been safer in his crate. Smuggler in Cargo Bay. Quentin Purvis. Mika filled me in. Ich benutze mal den Recycler, solange ich gerade hier noch in der Gegend bin. Transfer Junk. And this Junk. Typhon Lore. Oh, das sieht okay aus. Let's do this! Gute Ausbeute, würde ich sagen. Brauchen wir noch ein paar Neuromods? Wer weiß. Wo wir gerade schon mal hier sind. Ich meine, bevor der Elektriker kommt, ne? Als mich ein bisschen rumleckt. Könnte passieren. Nicht klettern. Was ist ein Scheiß bauen hier? Apparatus. Baue. Baue viel und baue reichlich. Ich glaube, der Elektriker hat zu viel Kaffee Karsk getrunken. Let's see. Schätze. Wobei. Ja, davon habe ich erstmal genug. Shotgun Shells. Pistolenmunition. Ich glaube, da sollte ich mich mit eindecken. Mit der komme ich momentan ganz gut voran. Auch wegen der Reichweite. Ein komischer Roboter, der uns im Hintergrund anschreit. Auch sehr von Vorteil. Schauen wir mal. Ja, das sieht doch gut aus. Wobei.
Eine Packung nehme ich noch. Wollen wir das schon mal dabei sind. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Okay. Das können wir erstmal so gelten lassen. Vielleicht noch ein paar Weapon Upgrade Kits, wo wir schon mal dabei sind. Was dann gleich wahrscheinlich so langsam Richtung, ich will jetzt nicht sagen Finale geht, ne, aber man merkt schon, das Spiel neigt sich so langsam, ganz, ganz, ganz langsam dem Ende zu. Habe ich zumindest das Gefühl. Und das muss nicht schlechter sein. Ich meine, wenn ich mir mal angucke von der gesamten Spielzeit, die ich bisher verballert habe in dem Spiel. Und das ist jetzt auch nicht besonders wenig. Für so ein Spiel jetzt mal gesehen, ne? Dann muss ich sagen, hat sich jeder einzelne Cent, bisher, den ich für das Spiel ausgegeben habe, als Vollpreistitel zum Launch, jeder einzelne Cent gelohnt. Was heißt, für diejenigen von euch, die vielleicht mal ein Auge auf Prey geworfen haben und sich bisher gescheut haben wegen des Preises, kann ich nur sagen, wenn das Ding im Angebot ist, im nächsten Steam Sale, was wahrscheinlich zu Weihnachten der Fall sein wird, und ihr Spiele mögt, das euch weitestgehend freie Hand lässt, wie ihr das spielt, sprich ihr entweder schleichen oder Fokus auf Schießen oder mit jede Menge Gizmos, die ihr benutzen könnt oder selber Wege finden oder verstecken und so weiter und so fort. Es führt eigentlich kein Weg an dem Spiel vorbei. Und ich kann es nur nochmal betonen, das Ding, so wie es ist gut. Vielleicht kommt ja noch was in der Richtung. Vielleicht wird es ja von diesem Prey einen Nachfolger geben. Oder ein Sequel oder irgendwas in der Richtung. Irgendwas, was die Sachen, die hier alle bunt zusammen gemischt worden sind, aus den ganzen Genres, aus den ganzen Spielen, das Ganze nochmal aufgreift, weil ist einfach geil. Es macht einfach so übelst Laune. Auch das Crafting-System. War ein bisschen umständlich, aber hey. Ich will jetzt mal nicht zu viel meckern hier, ne? Ich glaube, ich habe jetzt alle Waffen aufgewertet, die ich soweit aufwerten wollte. Wahrscheinlich brauche ich die Upgrade-Kits nicht mehr. Wahrscheinlich nicht. Okay, Neuromods. Lass mal nochmal die Sachen hier freischalten, die ich noch freischalten kann. Auch vielleicht noch 5 Neuromods, dann habe ich die Security-Dinger zumindest alle. Wie viel brauche ich noch? Ich habe 3, das heißt, für das Ding brauche ich 8, das heißt, ich brauche noch 5. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Vielleicht mache ich anderen später, wenn sich noch die Gelegenheit ergibt. What? So, damit. I don't understand. It's just a saying. It
It means, are you doing okay? Oh, I am, Officer Rose. Al, thank you. Good to hear it. How you doing? How you doing? Hi. Morgan? Yeah. I don't know what I thought. It's good to see you. Is Transtar mounting a rescue operation? I was in fuel storage when the fire broke out and everyone began running. But they weren't running from the fire, it was these shapes. I had contained the fire and I was trying to reach the power supply when Al, Officer Rose, came and got me out. I'm glad he did. I didn't know what was going on or anything about those things. Everyone I worked with, they're dead, aren't they? I wonder if one of the creatures caused the explosion in fuel storage. Are they intelligent? Yes, they are. Do they plan this? Yep. I heard all the escape pods malfunction. It's been so long since I've all of them. How is that possible? If only I had reached the power supply in time. The way they just consumed Enoch made him one of them. If only I could have put out the fire. It's contained. Was reden die alle dazwischen? I could have done more. Mund halten. Was ist das hier? Notiz. Food and supplies. All the water. The phone keeps working. Okay. How did this all happen? Nun ja, was soll ich sagen? Shit happened. Everything went down. Hazmat transfer today. Morn delivery shuttle. Ego temporary assignment. Avoid interacting with cargo bay personnel. Ooh, harsh. Bisschen fies. Bisschen fies. Geringfügig fies. Dr. Yu, again, I want to thank you for the timely rescue. You are welcome. I hope you recall me. Yes, I do. Dr. Igwe. Dio Igwe. Your brother, Alex, brought me to the station to head up neuromod research. Yeah. Du hast I have mit one, Kopf but no aptitude template. We're saving it, but... Well... Now might be best. Yeah, I'm sure you could make better use of it. Neuromod. Yeah, of course. Hast du nicht ein bisschen genug in meinem Gehirn rumgerührt? Reicht das nicht jetzt mal ein bisschen? For reals? For realsies? Dude. Warte mal, da an dem Catwalk scheint es... Station hier zu sein, was ist das denn hier? Crane Control. Das ist. Oh, das hier, okay. Gut, dann lassen wir das mal hier. Was machen wir jetzt mit Igwe? Fabricate your arming key. Find Chief Sarah Alazar. Cargo Bay. Ja. Und der Koch läuft auch noch frei rum. Also keiner von denen hier ist außer Gefahr. Nicht wegen den ganzen Typhoids, die da draußen rumlaufen. Und da ist ja noch der Koch. Der Killerkoch. Sarah Alazar, da bist du. Ich hoffe, wir müssen reden. Und wer hat da ein bisschen zu oft in meinem Kopf rumgerührt? Positive departmental review. Staff managing Earthsize had a very good appraisal of our provisioning and cargo staff during last month's visit by a board of directors member. Tell us cargo staff performed admirably this when I keep up the good. Ja, okay. Utilities. Area map. Das wäre wichtig. Die ganzen in der Cargo Bay B. Da ist alles drin eingesperrt. Da kannst du von mir aus auch bleiben. Wie lange? Unbestimmte Zeit.
Von mir aus Ewigkeit und If you find a way out of here, take Dr. Igwe with you. Maybe he can be of some help elsewhere. Ich habe da so meine Zweifel aus mehreren Gründen. Oh, Q-Beam Cells, die nehme ich besser mit. Brauchen wir noch den Fabrication Plan für Q-Beam Cells? Das wäre wirklich hilfreich. 4 Neuromods. Dr. Igwe figures he'd survive. Dumb luck, I suppose. Yeah, you can suppose so much. So much. Transcribe. Hey, are you there? Chief? Yes? Is there something wrong? Yeah. I wanted to speak to you about the most recent VIP visit. Leitner, the pianist. Chief, if there were any problems, I checked the schedule, the roster. I did my best to make sure Igwe wasn't too... Igwe. Chief, I even had Leitner's cigarettes waiting. You did an excellent job. In fact, Leitner praised you specifically. There'll be a bonus for you in your next pay cycle. Take Nicole out for a nice dinner, all right? Yes, Chief. Thank you, Chief. Huh. This is a reminder that all cargo must be scanned and cleared by authorized personnel. You are the first line of defense against unsanctioned materials entering Talos 1. Report shipping anomalies immediately. So you came all this way, only to get back into Talos? Yep. Only way in is through the door to Cargo Bay B, which is filled with those creatures that your brother insisted couldn't escape confinement. Kind of like you. I'm the only one with the code. It's yours if you can help us secure the firepower we should have had when assigned here. The Eradicator Turret Fabrication Plan. My men told me power's been restored to the Fabricator. That was you, wasn't it? Yes. I was quick to underestimate you. Yeah. Doctor. That means all we need is the turret fabricator plan. There's one in the safe in the security office, but the hull breach puts it out of my reach. Oh, still, if you have a suit and are up for another walk, we could really use the additional firepower. Look, I don't know what you're planning, Morgan, but just remember, the only thing that matters is how you treat the people that are still alive. Alex must have had a good reason for shutting down the elevators. He may be trying to quarantine the station. If we don't take the fight to them. So it's the count of the evacuation day. Retrieve the turret fabrication plan. Oh shit. Pistols in the loading zone of Cargo Bay B. Oh my god, tower defense. Tower fucking defense. Turret fabrication plan, huh? Also, ich muss nach draußen. Führt keinen Weg dran vorbei. Okay. Ja. I am sure. Es geht wieder nach draußen. Yippie-ki-yay, motherfucker. Friendship. Ah, second loading screen. Of course it is. Okay, let's try to kick back, relax, enjoy, and keep calm. Keep calm. Keep very calm.
Let's make this comfy for every one of us. Microgravity detected. Horror show. Fabrication plan. Okay. Da komme ich ran. Vorausgesetzt hier. Ist noch alles in Ordnung. Da ist der Hull Breach. Ist der Fabrication Plan? Liegt der außerhalb? Ach, da drin liegt er. In diesem zerstörten Dings. Zerstörtes Dings ist auch so ein Wort. Ne? Dings ist. Oh shit. Ja, da hat jemand Angst, oder? Kann das sein? Ich würde sagen, wir heilen uns mal von der Angst. Kill the Weaver. Did it. Butler Riley? Oder ist es Riley's Butler? Ist alles so verwirrend. Uh oh. You found the Eradicator schematic. If only we'd had those turrets earlier. Keep an eye out for materials to build them. Schematics half the battle. Once they're built, though, I can't wait to see what they do to our new friends. Oh yeah. Und wieder zurück rein. Ab in die gute Stube. Yeah. Zweiter Loading Screen, natürlich. Es wäre kein echter Prey-Livestream, wenn er nicht der zweite Loading Screen noch wäre, der mir den Zugang zum Spiel noch verwehrt. Ich meine, ist immer nur so viel, was ich tatsächlich machen kann im Spiel, ne? Ohne dass hier alles komplett den Bach runter geht. Spare Parts habe ich nicht mehr ganz so viele. Ich schätze mal, die werde ich gleich fürs Fortifying brauchen. These Transtar PPN-8 pistols are mostly for show. They don't do much against the attackers. With the Eradicator turrets, we have a chance. Ja, warum ist die Launcher so laut? Das würde immer noch neben mir stehen, obwohl er da unten ist. Und mindestens einen Boden noch im Weg. Es macht keinen Sinn. Hi. No turrets, no code. It's for our safety and yours. Ich meine, ich könnte den Scheiß hacken, ne, aber there must be a way to get some turrets online. Yeah, there is. In fact, I'm doing it. Oh, Morgan's arming key. Must be used. Ich schätze mal, das muss ich schon bauen. Keys to the Kingdom. Fabricated turrets are always friendly to you. Oh, geil. Thanks a bunch. Okay, ich schätze mal, ich werde alle Türen als Zugangspunkte hier entsprechend mit Turrets versehen.
Bam. Carry. Deploy. Scan mal weiter. Next. Version 0.7.6. Oh my. Fucking attitude adjustment. Der kriegt einen Five Knuckles Shuffle und das war's. Mehr braucht er nicht. Shit, jetzt mal gut. Okay. Streich. Und den Rest kümmern wir uns auch noch. Die Dinger so hinstellen, dass irgendwie das Geschütz ein bisschen außerhalb der Tür rausklippt. Kann ich das machen? Ich kann es mal ausprobieren, aber ich rechne mir jetzt nicht die größten Chancen auf, dass es tatsächlich funktioniert. Ich meine, die Idee ist ja schon mal eine Menge wert, oder? Hoffe ich zumindest. So, dann deploy das Ding mal. Cargo Bay. Two more turrets in the loading zone. Es wäre eigentlich gleich, wenn alle lebenden NPCs sich irgendwie aus dem Bereich komplett entfernen würden. Loading zone. I see. Tatsächlich in der Loading Zone abstellen. Also es außerhalb ist, zählt nicht zum Questfortschritt. Aber könnte tatsächlich helfen, wenn ich hier die das Ding dann gleich aufmache. Ich meine, Resources haben wir ja genug, dass wir den Scheiß tatsächlich bauen können. Massenhaft. Das ist jetzt nicht Loading Zone, ne? Aber sollte von der Reichweite eigentlich. Eradicator Auto-Track
Gut aus. Oh. Das ist. Haben wir die noch auf dem Radar? Ja, dann. Das Phantom Weaver. Weaver ist gerade ziemlich kritisch. Weaver kann mir richtig den Tag versauen. Abend, Nacht, je nachdem. Until notified by a supervisor. Ich weiß nicht, kann man da oben auch noch eins abstellen? Kann ich damit hoch? Ja, kann ich. Tatsache. Dass das jetzt auch was bringt. Die Frage ist vom Winkel her, haut das hin? Ich verlasse mich jetzt einfach mal drauf. Schon ein von der anderen Seite. Und dann lassen wir die Hölle reinregnen. Da haben wir drei, da haben wir zwei. Dann kriegen wir auf jeden Fall genug hin. Da steht so viel Zeug. Mein Tafel mir denkt immer noch, dass die ganze Chose gleich sowas von schief gehen wird, weil irgendetwas passiert, irgendwas Unvorhergesehenes. Irgendwas, womit wir nicht gerechnet haben und zack, sterben alle. Außer ich, weil keine Ahnung. Im Ernst, es würde mich nicht wundern, wenn gleich mit einer ganzen Schusse ein Nightmare auftaucht. Und dann war es das. Dann sind die anderen alle tot. Dann Chef erstmal wegrennen und versuchen, das Vieh zu plätten. Ich meine, das kann passieren. Und vielleicht wird das sogar passieren. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Ach, war ich wieder zu langsam für den Apparat hier. So, jede Menge Geschütze, die den Dingern jetzt gleich einen feurigen Empfang bereiten dürften. Na, vom Schusswinkel her, ja, ich glaube, der nächste kann dahin. Hag ready. Jetzt wird's knifflig. Hopefully that medical operator's ready to go, because we're gonna need it after this. Check the room. Study what's Officer here. Ammo, check. No, breathing, shoot, check. Okay? Scared? Check. We doing this? Ready as I'll ever be. Love you, Mom. See you in hell, Dad. Wow. Now or never.
Ah, ich brauche... EATs are online and primed. Can't wait until our friends get a taste of these. Here's the code for Cargo Bay B. Okay. Oh, intense music. Here we go. Anything comes through that door, fire. Don't let the eradicators do all the work. There's enough for everyone. That door is supposed to be one of us! The Typhon! They've got me! Get away from me! Stay alert. I need a cigarette. Haben wir es überlebt? Didn't realize how much I'd missed combat. And how much I didn't. Wasn't sure how that would play out. But I like how it did. Now that we are secure here, we can hold out indefinitely. If you send other survivors here, I will protect them. Not going to lie, that felt good. Haven't seen that much action since the Middle East evacuation. Das war Enoch, der Typ, der wohl aufgefressen worden ist. Oh, was haben wir hier? Transcribe. Gleich mal anhören. Ja gut, knapp war jetzt so ein Ding, ne? Ich meine, hallo, unsere Mets, das, was wir alles haben. Knapp war jetzt vielleicht das falsche Wort dafür, aber es hat sich auf jeden Fall sehr intensiv angefühlt. Und ich schätze mal, gerade auf den etwas höheren Schwierigkeitsgraden, könnte das durchaus so eine Begegnung sein, wo dir vielleicht die Hälfte der NPCs, die da rumsteht, ins Gras beißt. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, was haben wir hier? Enter Keycode. Na. Ich wird gehackt. Mich böse angeknurrt, ja. Supply Crate. Okay, das hat sich ja fast gelohnt. Love Specimen Required for Scanning. Der Christopher Schmidt, den hat's erwischt. Geist. Autonomen Part, Technopath, Telepath und Nightmare habe ich noch nicht komplett researched. Also einmal muss ich den Nightmare noch scannen und ich hoffe, ich erwische noch einen Telepath, den ich scannen kann. Dann habe ich die Typhoids eigentlich komplett. Wenn ich ehrlich sein muss, ich weiß nicht, ob ich das Spiel tatsächlich so zu 100% spielen werde. Also hier so alle Completionist-mäßig. Alle Achievements hier zu holen. Aber was ich jetzt auf dem Durchgang so mitnehmen kann, so casually, das mache ich. Error, enter keycode. Na, ich glaube nicht. Direct Pharma Fabrication Plan. Hat sich ja fast gelohnt.
Das hier sieht einigermaßen sicher aus. Und das hacken wir auch nochmal. Shotgun Fabrication. Na. Ernsthaft. Ernsthaft. Ich traue dem Braten mittlerweile nicht. Oh, hier hat sich immer ein kleines Büro eingerichtet. Gute alte Bourbon, den nehmen wir uns mit. Scanning Target. Unlock Open Shipping Containers. Ah, die hätte ich von hier aus öffnen können. Aber... Warte mal, ist da einer... Bin ich noch gar nicht. Warte mal, 7014. Ein bisschen unspektakulär aus. Aus irgendeinem springt mir doch gleich was entgegen, oder? Die Weapon Upgrade Kits brauche ich eigentlich nicht mehr. Das haben wir ja soweit schon durch. Auch nichts. Supply Crate, Med Kits müssen wir zu futtern. Bisschen unspektakulär. Is Tamiko all right? Tamiko. Ah, okay. Die zweite Welt bewegen ist in der Richtung. Okay. Das wäre soweit alles gesichert. Aber ich bleib dabei. Wenn jetzt hier ein Nightmare reinplatzt, dann war's das. Dann ist GG. Dann sind die NPCs alle tot. More where that came from. Sicher? Ich hab da so meine Zweifel. What's next? I'm pumped. Oh ja, ich auch. Aber das ist die Frage, was, wo muss ich jetzt als nächstes hin? Ich meine, da sehe ich ein Ziel auf der Karte. Life Support. Muss ich zum Life Support rein? Alex Arminki, Life Support. Okay, also muss ich tatsächlich dahin. Okay, Grant Lockwood. Call the Imposter Cook. Wo auch immer ich den finde.
Oh. Muss wahrscheinlich da lang. Da komme ich nicht raus, oder wie? Aber hier, oder? Ernsthaft? Wo soll ich jetzt bitte lang? Hier ist ein Weaver durchgeflogen. Davon gehe ich jetzt zumindest mal aus. Da komme ich zu Life Support. Treasure Hunt. Investigate Rosalind's Map. What? Hä? Rosalind's Treasure Map. Oh. Ich sehe die Ziffer 5. It's the digit 5. Oh. I see. Gut, das ist Override Lock. Komm ich zumindest von der Seite auch rein. Life Support. Soll ich schauen, was da oben ist? Komm ich da noch ran? Oder ist es irgendwie verborgen? Microgravity detected. Wo zum Geier muss ich da lang? Ist er nicht. Ist er da vergessen oder was? Oh. Da war's. Ja, das Trüffelblech habe ich auch gesehen. Ach. Scheiße, da kann ich nicht hin. Station Lockdown. Damn it. Da komme ich nicht ran.
What normal gravity? Okay, über normal gravity bin ich dankbar. Aber gut, okay, dann geht's jetzt definitiv weiter zu Life Support. Von der Seite kann ich das Ding auch nicht öffnen. Na gut, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Okay, alles durchladen. Weil ich schätze, irgendwas kriegen wir gleich ins Gesicht, wenn wir hier raus sind. Irgendwas wird ganz und gar nicht gut gehen. Okay, okay. Here we go. Zweiter Loading Screen, natürlich. Press A. Micah, not sure you got your transcribe. Morgan is making her way to you now, warning you and anyone else, so you don't shoot her accidentally, or on purpose. Morgan? I thought she was Ezai. Morgan? Mikhaila, I didn't think to check your transcribe. Not sure how you got here. I thought you left because... Never mind. Airlocks and lifts are locked up. Like my lungs. Paraplexis. I'm even seeing the spots now. You were right. Even if I could get my booster shots from my office. But I think I can get us out. By cycling the main reactor to bypass the lockdown. I know it sounds crazy, but I can walk you through it. I do it myself, but... Just get here, alright? Yeah, I will just get here, all right. All right. The turret hat dir viel gebracht, ne? Operator approach. Thermal Phantom. Per Control Room. Ich muss wahrscheinlich dahin. Ganz sicher sogar. Broken turret. Well, shit. Technopath. Den habe ich doch auf meine Seite gehackt, ne? Der tut mir nichts. Aktuell jedenfalls nicht. Bei den Technopaths, ich glaube, den müssen wir erst hier... damit überreden. Engineering Operator. Wo ist unser Technopath hin? Oh oh. Corrupted Device. Corrupted Device. Ja. Und als ich gerade dachte, mich könnte in dem Spiel so schnell nichts mehr überraschen, gibt es Corrupted Devices, die mich am Weiterkommen hindern. Jetzt nicht irgendwie Maschinen, die mich angreifen, sondern tatsächlich irgendwelche Sachen, die nicht funktionieren, die ich nicht... Oh, shit. Thank you.
Nice. Nachladen hier. Cubium Cells sind schon mal wichtig. Broken Turret. Wo ist die Leiche vom Technopath? Wo ist der Technopfad? Da. Jetzt müsste ich zum Reactor Control Room können. Das heißt, wenn jetzt wieder nichts dazwischen kommen sollte. Okay, Power Plant. Momentan wieder so ein trügerischer Frieden. Ich traue dem Braten momentan nicht so wirklich. Ja, I am sure. Ich möchte nochmal zwei Ladebildschirme sehen. Ach, danke. Bin ich froh, dass ich den Ladebildschirm zu sehen bekomme, nachdem ich gesagt habe, ich will den Ladebildschirm sehen. Es wäre nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn mich das Spiel einfach weitergelassen hätte ohne Ladebildschirm. Und jetzt bitte noch den zweiten Ladebildschirm. Ah, perfekt. So habe ich es gerne. Jede Menge Ladebildschirme. I know you didn't visit the reactor much. You're always locked away in your workshop. But I can track you through your bracelet and guide you from here. Kann ich das Bracelet irgendwie loswerden? Ich meine, vielleicht brauche ich das ja nicht. Oh, Telepath. For me, but I admire what you did. You didn't have to help Chief Elazar and her people in the cargo bay, especially considering, well, considering you intend to destroy the station. You gave them some hope, even if it's brief. Telepath-Schwert haben wir noch draußen rum. Da kann er von mir aus bleiben, bis er Moos ansetzt. Das meine ich so, wie ich es sage. Ich will, dass er da draußen Moos ansetzt. Ich will, dass ich in 5 Jahren nochmal wiederkomme und gucke draußen und da schwebt da dieser Telepath da draußen. Bewachsen mit einer grünen Schicht Moos. Ich will das. Ich möchte das so. Good Cop, Good Cop. Interrogation Technik. Bah. Glue Canister nehme ich. Enter Password, Power Plant Security. Na.
Weapon Upgrade Kit. Nicht, dass mir das jetzt noch irgendwie weiterhelfen würde. Crown of Tumbleweed habe ich doch auch schon gelesen. Ist ja langweilig. Alles alter Tobak. Langweilig bis zum geht nicht mehr. Und noch viel weiter. Bis zum geht nicht mehr und noch viel weiter. So langweilig ist es. Knapp. Aber geschafft. Utilities. Area Map. Engineering Control. Grant Access. Reactor Control Room. Oh boy. Oh boy. Und da verkrümmeln sich die Mimics aus meinem Sichtfeld. Engineering Operator. Du kannst mir mal meinen Anzug reparieren. Kollege, komm mal her. Yep. Thanks a bunch, bro. Okay. Wir speichern und gehen rein. Was soll schon schief gehen? Ah. Brenda ist tot. Cubim Cells, die sind immer wichtig. Die kann ich gebrauchen. Zum Beispiel, die momentan nicht selber fertigen kann. Aus welchem Grund auch immer. Oh, guck mal, da schweben Neuromods. Boring. You were looking for me? Yeah, what's the story on Michaela's office? I filed an incident report. Oh, I'm sure it's a page turner, but I don't have time. I need to get a crew on the other side of that breach. So what's the problem? Problem is, it's blacker than my butthole at the bottom of a well in there. The grounding resistor malfunctioned. Swap a new one and you should have your lights. Is that all? Hey, you sound rattled. What's up? I tried replacing the resistor yesterday. Whoa. And it just melted into some kind of goo. It smelled like fried ass. Shit, man. That's not in the report, is it? I need to get some sleep. My shift's over anyway. Maybe you'll have better luck. Da komme ich nicht rein. Oh, jetzt ist das Nest. Warum die Panikmusik? Was ist los? Sag bitte nicht, dass Nightmare wieder unterwegs ist. What? Okay, wie bist du reingekommen? Warum sehe ich die Greater Mimics nicht mehr? Okay, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Lost Detection of Hidden Mimics. Komm, reparier. Perfekt. Ist noch alles ziemlich angebrutzelt. Ist alles angebrutzelt? Was zum Geier? Panikmusik. Engineering Control Systems.
Control Theory, blah, Feedback, boring stuff. Transcribe, Emmanuel Mendes. Sprich mit mir. Can someone please explain to me why there's a delay with my parcel? Sorry, Dr. Berger. The system shut down. Some kind of fail-safe trigger? We're working on it. That parcel is extremely sensitive. I need it in psychotronics right away. I have a crew investigating the point of failure on our side as we speak. ETA is probably a few hours. A few hours? Isn't there anything else you can do? No. But since you have some time, you could call Mr. Yu and ask him for permission to reboot the entire space station. That would fix the problem immediately. That would be ridiculous. Well, since being ridiculous is off the table, I'm afraid you're just gonna have to wait. Maybe I'll check into it myself. I've trained for microgravity. Knock yourself out. Okay, warum ploppen die Mimics jetzt einfach so aus dem Nichts auf, tatsächlich? Ich dachte, ich kann die bisher immer scannen. Ich dachte, ich sehe die Feinde. Ich dachte, die werden mir hier markiert. Hier komme ich jedenfalls nicht voran. Okay, let's do this. Yippee-ki-yay. Ist jetzt gerade hier durch abgehauen? Mimic, verarsch mich nicht. Ich weiß, du bist hier. Oder auch nicht. Like this. This is too quiet. Ah. There you are. And you're gone. Turrets. Broken turds. Oh. Hi. Hello, Mr. Phantom Son. Goodbye, Phantom Son. Arigato gozaimasu. Authorized personnel only. Das sieht so aus, als dürfte ich hier nicht rein. Wisst ihr was, Leute? Mimic! Na sowas. Ich werd blöde. And... Wow! Holy fuck! Holy fuck! What the hell? Shooting range. Okay, they literally spawn from out of fucking nowhere.
This is confirmed. Also, it's bullshit. Es macht die Logik des Spiels ein bisschen kaputt. Wenn die jetzt auf einmal anfangen, von komplett out of nowhere irgendwie aufzutauchen und... Surprise attack. Not as surprised as I am. Okay, wenn wir das schon mal aufgeräumt haben, können wir jetzt eigentlich auch mal aufmachen, oder? Let's hack it. Die Tür hätte ich jetzt nicht hinter mir zumachen müssen. Ich meine, die Spielelogik verarscht mich jetzt eh. Ich meine, es funktioniert für Shits und Giggles. Und ich muss noch an den einen Jumpscare denken, wo ich ja irgendwie da so den, diesen... Oh, wait. Grounding Resistors. Vielleicht brauche ich die für was anderes. Wo ich dann irgendwie langfahren muss und dann auf einmal tauchte dieser Typhoid auf und auch hinter mir und ich hatte die Tür aber zugemacht, also eigentlich hätte der hinter mir nicht auftauchen dürfen, ist er aber. Was ein bisschen schade war, weil so gesehen von der Logik des Spiels her hinter mir abgeschlossen, hätte eigentlich keiner durchkommen können, war es Bullshit. Ich meine, es hat funktioniert, der Jumpscare war da, er war sehr effektiv. Dieses What the fuck in your face... Ranch Fabrication Plan. Ernsthaft? Ich will die Q-Cells bauen, verdammt nochmal. Andere Scheiße. Ist mir sowas von egal. Blue Cannon Fabrication. Oh, ich kann die Kanone neu bauen. Na klasse. Bitte nicht Nightmare. Ich meine, ich muss noch scannen, ne? That's a turret. It's not a turret. Phantom? Da. Die Phantoms verlieren gerade so ein bisschen von ihrem Schockmoment. Aber damit kann ich auch noch leben. Mein Blutdruck auch. Ja, ich weiß, ihr seid kaputt, ihr Turrets, ne? Das haben wir ja schon etabliert. Hey, a little bird told me you plugged a leak in an unconventional manner a few weeks ago. Yeah?
Was it an ass-kissing bird named Krasikov? Yes. Maybe. Care to elaborate? Not if I'm going to get my pee-pee slapped. Worse, I'll dunk you in the eel tank. Ooh. Ouch. Nah, supply was out of parts, so I borrowed a glue gun from the guys in hardware. Worked out okay. Ingenious. Next time, let's make sure we have enough spare parts to do the job right. Roger that, boss. Ah. Komm, jetzt aus allen Löchern gekrochen, die Viecher. Okay. Pass mal auf, du Kackvieh. Komm mal her. Komm mal her, Kollege. Wow. Okay. Did it. Wir laufen hier jedenfalls noch ein paar herrenlose Turrets rum. Mimics. Ja, die kriege ich auch noch. Okay, hacken wir und bauen wir mal die Turrets ein bisschen aus. Ich habe das Gefühl, die kann ich gebrauchen. Ich hatte längere Zeit Ruhe, aber jetzt rechne ich tatsächlich jede Sekunde mit dem Auftauchen von Nightmare. Ich bin mir fast sicher, dass er auftaucht. Fortify krieg ich bei dem nicht mehr hin. Da ist... Okay, diese Wartungszonen sind ideal, um sich zu verstecken. Vielleicht schon fast zu ideal. Gibt es sowas? Ein zu gutes Versteck? Okay, machen wir mal weiter im Text, ne? Wir müssen ja jetzt auch irgendwie mal hier ein bisschen vorankommen. Reactor Control Room. Ist auf jeden Fall da lang. Hi. Phantom, I must be losing my mind. Ach, wie kommst du denn darauf?
Боже мой. What? Morgan. Ah, what? Wo? Wo bist du? Da. Mikhaila. Manual override. Wie geht's dir? I thought I was going to die. Du lebst. Well, sooner than I thought I was going to die. Where did that thing come from? Was it Tony? The way it was looking at me. I'd get up, except for my legs. And my lungs, and my nervous system. Don't look surprised. Paraplexus, remember? You warned me. The boosters are in my office. No way I'm getting there now. But the lifts. I was serious before. I think we can bypass the lockdown. The reactor control room. There's a panel for shutting down everything. The whole station. The computer will scream at you, but just do it. Then pray it all comes back when you cycle the power. It should. It will. Now, go. Okay. Hands on electronic. Medicine in our office. Ah, God damn it. Also wir müssen wieder nach draußen. Tue ich mir das heute noch an? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, wir machen langsam mal Feierabend für den Stream hier. Das sieht momentan nach einem guten Platz aus, um das Ding erstmal wieder zu pausieren. In jedem Fall bedanke ich mich wie immer recht herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit. Thank you for watching, as always. Very much appreciated. Das war's von mir an dieser Stelle. Herzlichen Dank. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Vielleicht morgen Abend. Schauen wir mal.